seien die Polynome p von x und q von x. Berechne kleine a p von 2, klein b q von 5, klein c p von minus 4. In klein a suchen wir den Zahlenwert des Polynoms p an der Zahl 2. Diesen Zahlenwert p von 2 erhalten wir, indem wir in p von x das x überall durch 2 ersetzen. So finden wir 3 mal 2 hoch 4 plus 5 mal 2 hoch 3 minus 3 mal 2 hoch 2 plus 2 minus 1. Wir erhalten also so diese gemischte Rechnung. Sie ist gemischt, weil verschiedene Operationen vorkommen, also müssen wir unbedingt auf die richtige Reihenfolge der Operationen achten. Zuerst rechnet man das Innere von Klammern aus, wenn welche vorhanden sind, was hier nicht der Fall ist. Dann geht man um eine Etage tiefer und kümmert sich um Potenzen und Wurzeln. Dann wieder eine Etage tiefer, da kümmert man sich um die Punktrechnungen, das heißt mal und geteilt, und anschließend noch eine Etage tiefer, da kümmert man sich um die Strichrechnungen, das heißt Plus und Minus. Hier sind keine Klammern, also gehen wir eine Etage tiefer und kümmern uns um die Potenzen. Hier also 2 hoch 4, das macht 16, 2 hoch 3, das macht 8 und 2 hoch 2, das macht 4. Jetzt haben wir nur noch Punktrechnungen und Strichrechnungen, also zuerst die Punktrechnungen, das heißt zuerst diese Multiplikationen. Also 3 mal 16 macht 48, 5 mal 8 macht 40 und minus 3 mal 4 macht minus 12. Es sind keine Punktrechnungen mehr vorhanden, dann gibt's also nur noch Strichrechnungen. 48 plus 40 minus 12 plus 2 minus 1, das macht 77. Kommen wir zu klein b. Den Zahlenwert des Polynoms q an der Zahl 5 finden wir, indem wir in q von x das x überall durch 5 ersetzen. So erhalten wir also 5 hoch 3 minus 3 mal 5 hoch 2 plus 2. So, auch das ist eine gemischte Rechnung. Wir müssen uns zuerst um diese Potenzen kümmern. 5 hoch 3 macht 125 und 5 hoch 2 macht 25. Jetzt haben wir hier diese Punktrechnung, minus 3 mal 25, das macht minus 75 und letztendlich bleiben nur noch Strichrechnungen. Diese Summe ergibt 52. In klein c suchen wir den Zahlenwert des Polynoms p an der Zahl minus 4. Das heißt, wir ersetzen überall in p das x durch minus 4. So erhalten wir diese gemischte Rechnung. Hier sind Klammern drin, aber das Innere der Klammern können wir nicht ausrechnen. Was wir hier am Ende machen können, ist plus minus 4 diese Klammer aufheben, indem wir schreiben, das ist minus 4. Also kümmern wir uns jetzt um die Potenzen. Minus 4 hoch 4 ist dasselbe wie 16 im Quadrat, also 256. Minus 4 hoch 3, das macht minus 64. Minus 4 im Quadrat, das macht 16. Und hier haben wir schon umgewandelt. Plus minus 4, das macht minus 4. Es sind keine Potenzen mehr da, also gehen wir eine Etage tiefer und nehmen jetzt die Punktrechnungen vor. Hier haben wir ein Produkt, 3 mal 256, das macht 768. Auch hier ist ein Produkt, 5 mal minus 64, das macht minus 320. Auch dieses Produkt müssen wir zuerst rechnen.
minus 3 mal 16, das macht minus 48. Und so bleibt diese Rechnung übrig, die nur noch Strichoperationen, sprich Plus und Minus, enthält. Hier sind nur Minuszeichen vorhanden, also rechnen wir 768 minus 320 minus 48 minus 4 minus 1 und das macht 395.